Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Blue Shift. Ja, wie man unschwer erkennen kann, der hat schon bessere Tage gesehen. Wie man unschwer erkennen kann, ist die Apokalypse immer noch voll im Gange. Egal, dementsprechend. Ja, sieht man ja schon, was zu tun ist. Sogar ziemlich eindeutig eigentlich. Egal. Es ist unglaublich, dass man ein normales Quietschen hört, wenn man den Hebel umlegt. Ja, machen wir das mal so. Und das logischerweise so. Möglichst niedrig. Na komm. Bleib hier, sei eine nette Kiste. So. Hopp. Hopp. Perfekt. Hopp. Und hopp. Dann sollt ihr eventuell nicht. Au, 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 au. Wieso schießen die Knarre auf einmal los? What the fucking. Okay, egal. Hat gesessen. Lassen wir das Ding mal runter. So. Schön runterlassen, denn ich möchte nicht sterben, nicht in den Abgrund fallen. So. Dürfte gehen. Dürfte funktionieren. Wow, 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 wow. Na komm, ist doch hoch genug. Nein, ist es nicht. So. Dämliche Podeste. Oh, das war knapp. Und hopp. Und oben. Wow. Ich sollte hier raus. Hallo? Da. The damn dirty aliens. Zweier Boden. Wow, wow, wow. Einer weniger und noch einer. Komm, genau. Beißt ins Gras. Ich hab 4 Vortigons erledigt. Ich bin Chuck Norris. Nur ohne das Treten. Das Zeug muss zur Seite. Damit ich nicht runterfall. Hier unten werden hundertprozentig Feinde sein. Oder? Oh. Ziemlich laut hier. Da geht's noch um. Hopp. Auf, auf, auf. Willst du mich gerade verarschen? Na toll. Mann. Toll, jetzt habe ich die Hälfte meiner Gesundheit wegen nichts verloren. Sei verflucht! Hm. Hm. Alles in Ordnung. Hopp. Okay, alles ist bis jetzt sicher. Recht wenig Feinde. Und ja. Ha. Ach, natürlich Barnacles. Immer Barnacles. Barnacles, ich hasse Barnacles. Wasser, springen wir mal rein. Plopp. So, da drüben ist offen. Schon sind wir drin. Schon ist der Barney im System. Flow Control. Wir brauchen mehr Flow. Man sollte möglicherweise allerdings nicht dabei hängen bleiben, das ist nicht so gut. Mein Gott, ich würde sagen, jetzt lass mich doch aufs verdammte Fass hier ran. Ein Magazin! Yeah! Munition! Shotgun. Okay.
So. Alles tot, alles vernichten. Ich glaube, der ist abgeschmiert. Ja, ja, so ist das, ne? Das eine Mal schmiert man ab, das andere Mal schmiert man oben auf. Ist mir das egal? Oh ja. Und zwar sehr. Aber egal, weiter. Du verdammter Alien. So, ihr werdet jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich einen recht plötzlichen Cut erlebt haben. Und das liegt daran, ein Tipp, niemals, niemals Half-Life spielen und eine CD im Laufwerk haben. Oh nein. Oh shit, Zombies! Zombies! Zum Glück sind Zombies ja kein Problem für mich. Da bin ich ja schon so ein bisschen gewohnt dran. Dank diverser Mods. So, mach die Kisten auf. Loot all the things! Das sieht doch schon mal gut aus. Ach ja. Gegner? Alles. Wow! Ja, komm! Shit, der hat mich viel zu oft getroffen. Zu Wasserfall. Party Guns! Jo, wo kommt sofort der Witz her? Zack, stirb! Ja, ein Bus wird auch noch. So. Bedrohte Art am Arsch. So. Nachdem wir jetzt hier vorerst alles sauber hatten. Und die Betonung liegt hier eher auf vorerst. Looten wir mehr Things. Yeah. Auch wenn die Kisten alle leer sind. Juhu, ein Magazin. Ihr seid voll die miserablen Mistviecher. So. Der Aufzug ist on. Nach oben bitte. Klingelingeling. Und. Stuff. Minipack, mindestens etwas. Und go, 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 go. Okay, schon alles sicher zu sein. Einmal umblicken hat direkt gereicht und man weiß direkt Bescheid. Da ist ein Aufzug, hier ist eine Leiter. Oh, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Okay, ich sehe schon auf jeden Fall, was hier jetzt die Aufgabe ist. Die Message ist angekommen, Leute. Kein Problem. So, und runter. Ich meine, ich hätte ja auch reinjumpen können, aber... Wir kommen erstmal hier lang. Hier sind wir wieder. Da müssen wir in die andere Richtung. Und das kann gefährlich sein. Obwohl, Moment, Moment, Moment. War da nicht noch was anderes? Musste man nämlich irgendwas runterschieben? Ich meine, man musste da irgendwas runterschieben. Ich versuch's einmal so. Ja, ne, ne, ich explodiere schon, bevor ich es überprobiert habe.
Das ist übrigens ein Glitch oder wie auch immer man das sehen möchte, der mir nur bei Opposing Force unterkommt. Nur in diesem Spiel ist nach dem Laden die Waffe manchmal automatisch am Feuern. Okay, irgendwas musste ich also runterwerfen. Das ist ja logisch, hier war ich ja noch nicht. Okay, und jumpen. Jumpen and shoot. Dampf. Ist ja eigentlich einleuchtend. So, Dampf bitte weg. Heute noch. Habe ich es nicht ganz gedreht? Doch, habe ich. Ich sehe schon, komm, man muss noch mehr drehen. Und runter. Hier ist zu. Hier ist noch. Was haben wir hier Schönes? So, jetzt dürfte der Dampf hier, genau, der Dampf hier oben verschwunden sein. Und Health. Und Aufladung für den Suit, den ich ja logischerweise nicht benutzen kann, weil ich keinen Suit trage. So, jetzt wieder zurück. Ja, Platsch. Und raus. Scheinbar sind wir doch Techniker. Was haben wir hier? Aber hier kam ich definitiv her. Ja, klar kam ich von hier. Ist ja auch egal. So, nach oben bitte. Man muss die Aufbauarten der Aufzüge jetzt niemals verstehen in diesem Spiel. Also das ist... Ihr wollt mich doch verarschen. Boom. Take your best shot. Danger. Explosives. Oh ja. Technik. Tschüss. Dann hat gerumst und rein. Wasser. Mann, diese Zivis werden langsam lästig. Jo, warum müssen wir eigentlich die Drecksarbeit machen? Wir müssen die blöden Jobs erledigen, weil Shepherds Team es nicht geschafft hat. Okay, bringen wir es hinter uns. Ja. Okay. Ja, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part auch erstmal beenden. In dieser Folge ist Müllentsorgung geschehen und tot. Gut, ansonsten danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.